Willkommen zurück zu einer weiteren blutigen Folge Resident Evil 4, das Remake. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Friendos, bewerten, kommentieren, fürs Gewinnspiel einfach nur kommentieren mit eurem Discord-Namen. Es gibt die PC, die Playstation oder die Xbox-Version endet dann, wenn das Ganze hier endet. Des einen Knarre, des anderen Leid. So sieht's aus und ich hoffe, des anderen Leids und nicht mein Leid. Denn ich will nicht leiden, aber ich mag meine Knarren. Habe ich viel Geld und Zeit reingesteckt in die Babys. Okay, das ist die Todesarena. Hab auf dich gewartet, Rookie. Oh, machst dir Sorgen um die Kleine, ist es das? Hm, sieht dir ähnlich. Du hattest immer ein schlechtes Urteilsvermögen. Aber wenn du glaubst, dass du hier lebend durchkommst, bist du noch naiver, als ich dachte. Du kannst sie nicht retten. Du kannst niemanden retten. Hören Sie auf, Krauser! Für diese Verrückten zu arbeiten, bringt niemanden zurück. Und wozu überhaupt? Rache an der Regierung? Hätten ihre Männer das gewollt? Rache? Du denkst, ich mache all das für Rache? Darum geht's hier doch, oder nicht? Dort, in dem Dschungel, ist mir was klar geworden. Das Wichtigste in dieser Welt ist reine, unverfälschte Macht. Los Illuminados gaben sie mir. Sie waren immer ein Arsch. Aber sie waren ein Mann von Ehre. Von Stolz. Sehen Sie sich an. Genug geredet. Ausrücken und Feuer frei, Soldat! Schwing die Hupe, Rookie! Hab ja keine andere Wahl. Oh. Was ist los mit dir? Zeig keine Gnade! Muss ich ihn überhaupt anschießen? Okay, jetzt zerlegt meine Deckung. Ja, kannst Krauser war schon immer ein Pisser. Du bist das war er wirklich schon immer, aber er war ein Mann mit Stolz und Ehre. Man konnte auch verstehen, warum er die Nerven verloren hat. Au, boah, mein Instinkt. Darf ich aufstehen? Und jetzt ist mit dem Messer rumgefuchtelt. Wow, 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 ausweichen, schlitzen, schlitzen, ausweichen, treten. Und weiter schlitzen. Mach es mir nicht so leicht. Was war das? Wow. Ey, ich hab doch zweimal gedrückt, du. Wo ist er hin? Alright, der will es wissen, ha? Huh? Krausy? Der alte Sacklurch will es unbedingt wissen. Old McCrousy had a farm. Oh, was macht ihr jetzt? Na, 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 Krausy! Au! Hey, Old McCrousy ist aber auch echt flitzig unterwegs. Und der macht eine Flashbang. Komm besser in die Gänge. Wer weiß, wie es der Kleinen geht. Ach komm schon, Krauser. Ich muss natürlich auch looten. Nicht, dass der Loot für immer weg ist.
Das weiß man ja nie. Das ist die Arena, wo Männer verschwitzt kämpfen. Wo sich Männer oberkörperfrei nackt duellieren. Klingt sexy jetzt so, wo ich drüber nachdenke. Vielleicht sollte ich mich einschreiben in den Cage Club. Weißt du noch, der Kampf im Dschungel? Wir haben es gerade so lebend rausgeschafft. Kann man die... Hör auf dein Bauchgefühl, nicht denken. Das war das Erste, das sie mich lehrten. Dieser Ort ist eine einzige Falle. Hier habe ich keine Chance. Schlampig! Oh, wow, wow, wow. Ah, und weg ist er wieder. Kann man da dagegen schießen? Jo. Kann man eigentlich eine Bärenfalle aktivieren, indem man drauf schießt? Jo. Bereit zu sterben, Rookie? Nee, ist im Moment nicht so in meinem Interesse. Alter, wie hier auf John Rambo macht, ne? Krauser und die alten Rambo-Files. Oh, Kacke, und da... Boah, Alter, was eine Kombo. Au, au, au. Super. Oh mein Gott. Kann man die zerstören? Jo, kann man. Steht er da oben? Ist er das? Hier ist eine Fackel, oder? Ich meine, unter der Fackel. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Meine wunderschöne Weste ist jetzt kaputt. Nom. Was? Das habe ich mit einem Schuss erledigt? Bei dem anderen brauchte ich 4, 5 oder wie viele ich brauchte? Okay, das war weird. Mit Guerillataktiken kenne ich mich aus, weißt du noch? Wie könnte ich das vergessen? Shit. Gibt's hier Schätze? Aber ich find's krass. Autsch. Was das Spiel eigentlich für einen Umfang hat, ne? Also auch schon das Original, wie groß eigentlich Resident Evil 4 war, wenn man bedenkt, wie kurz Resident Evil 3 war. Aber man muss sagen, auch zur Verteidigung von Resident Evil 3, es war auch mehr so ein Nachschlag, ne, zu Teil 2. Weil Teil 2 war halt so beliebt, so ein Brecher, was auch gar nicht so groß ist. Teil 2 ist auch nicht so ein Riesenspiel. Also 4 ist wirklich mit Abstand... Ja gut, Teil 6 ist noch größer. 7 und 8 finde ich persönlich auch nicht mal so groß. Okay, 4 ist größer, definitiv finde ich. Dass du bis jetzt überlebt hast, verdient Anerkennung. Ich wäre tot, hätte ich weiter auf Leute wie sie gehört. Kann man da noch irgendwo hin? Der Tod holt die Feiglinge genau wie die Leichtsinnigen. Welcher bist du? Keine Ahnung. Ich frag ihn, wenn ich ihn sehe. Ungeachtet, bring dich noch ins Grab! Ja. Der ganze Aufwand nur für mich? War doch nicht nötig. Du bist eben was ganz Besonderes, Pretty Boy. Ach, du bist eifersüchtig. Viele finden ja Leon so unglaublich hot. Ich finde ihn gar nicht so sexy.
Den Original-Leon, ja. Den Remake. Boah, ey, kann man auch auf dich schießen? Oh, ich bin schon wieder so gut wie tot. Also hier muss ich auf dich schießen. An deiner Stelle würde ich mich ranhalten. Denk an die Kleine. Hat er doch irgendwie, ouch, Mitleid? Weil er dauernd so tut wie, denk an die Kleine, rette die Kleine. Ich meine, wie gesagt, Krauser ist zwar ein Arsch. Jetzt gilt es, Soldat! Alter, wo hat er denn eben gerade hingeschossen? What? Was sind das hier für Gummigeschütze? Du verlierst die Nerven. Machst Fehler. Lassen Sie Ihre Psychospielchen. Sicher, dass Sie keine Verschnaufpause brauchen? Der Arm muss höllisch wehtun. Neue Wunden sind der beste Weg, die alten zu vergessen. Boah, und danach direkt ausweichen. Du bist erbärmlich. Was mache ich, wenn mein Messer kaputt ist, yo? Was mache ich, wenn mein Messer kaputt ist, yo? Du bist erweichlicht. Das war's für dich. Mein Messer ist gleich Schrott, ne? Sack. Du besiegst mich nicht. Sie ziehen das echt durch? Sind wir fertig, Krauser? Wie oft hab ich dir gesagt? Du bist zu weich, um zu tun, was nötig ist. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, Rookie. Zeit für deine Abschlussprüfung. Erinnert ein bisschen an Resi 5 Wesker, ne? Jetzt sind sie endgültig durchgedreht. Ja klar, der ist ja auch nicht mehr er selbst. Du weißt doch einiges über die Plagers, oder? Kann man dem irgendwie ausweichen? Das soll also ihre wahre Kraft sein? Ich würde mein Geld zurückverlangen. Du wirst ein freches Monster. Aber es ist cool gemacht, es ist echt cool gemacht, auch mit diesem dunklen Gang jetzt und ein bisschen näher die Kamera. Glauben ist was für Schwache. Nur Macht ist echt. I believe in Macht. Uiuiuiuiui. Grausilein. Grausilein, oh Grausilein. Du machst mir das Leben auch ganz schön schwer. Kriege ich hier Magnum? Habe ich nicht. Du Weil ich angelegt habe, oder was?
Bis er die Waffe weggesteckt hat, hat er schon seinen Hit gelandet. Okay, ich habe nochmal zwei Rute. Die Heilung ist okay. Nochmal Shotgun-Muni. 24 Schuss. Na gut, jetzt bin ich hier oben auf dem Ring wie im Finale, ha? Beim Original. Shit. Du bist hier halt alles ein bisschen mehr in Szene. Wir sind noch nicht fertig. Das wird deine letzte Lektion. Nein. Wird Zeit, dass der Lehrer was lernt. Oh, wie zuversichtlich. Greif an, Rookie! Prototype. Komm schon! Bist du bereit, Rookie? Ja. Wow, 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 wow. Krause! Bin nicht überrascht, dass du man kann blocken mit dem Messer. Okay. Nicht schlecht. Aber so viel hatte ich mindestens erwartet. Immerhin. Alter. Weiß ich. Was gibt's da oben noch an Loot? Als jeder andere, was in dir steckt. Eine verdammte Schande, dass du die Wahrheit nicht sehen kannst. Oh, wow, 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 mach doch was! Voll in die Achse! Hast du denn noch vor, in diesem primitiven Körper zu kämpfen? Ey! Mission erfüllt ist. Ich bin Calvin Klein, Unterwäschemodel. Du musst aufhören, in der Vergangenheit zu leben. Offiziell hot, Bruder. Der Krauser, den ich kannte, ist tot. Tot? Nein. Ich wurde wiedergeboren. Ich bin besser, als er jemals sein konnte. Du vernachlässigst deine Deckung. Niemand kann es mit meiner Stärke aufnehmen. Wow, was macht man denn da? Hochgehen oder was? Stärke ist alles. Die Schwachen können nichts beschützen. Boah, muss Messer sparen. Wenn sie so weitermachen, gibt es bald nichts mehr zu beschützen. Früher hätten sie das gewusst. Muss Messer sparen, Bruder. Genau da liegst du. Oh, da hängt ein Messer. Ich wusste gar nichts. Jetzt schon. Du kannst diese Macht nicht verleugnen. Stell dir vor, über welche Stärke du verfügen könntest. Und zu so einem Freak werden wie sie? Das gibt's nicht. Immer versuchst du das letzte Wort zu haben. Komm her! Ich treib dir das schon noch aus. Wo ist das Messer? Da drüben. Onkel Sam hat eines für mich getan. Das muss was ich zum... Was ist hier los? Der hat mir dich geschickt, statt irgendeinen dahergelaufenen Versager. Tief in seinem Inneren hat Krauser mich irgendwie lieb. Wird Zeit, das zu beenden. Dann raus, wer der bessere von uns beiden ist. Meine Verteidigung durchbricht nichts. Ja, auf diesen Moment habe ich gewartet. Bam. Was du tun musst.
So ist gut. Dich gut trainiert. Leon. Haben Sie, Major. Das haben Sie. Einsatzmesser. Nice. Hält das unendlich lange? Ne, es geht auch kaputt. Hm. Hat zwar viel Heilung gekostet, aber wir stehen gar nicht mal so schlecht da. Ja, mir tut Krauser auch irgendwie leid. Er ist Opfer des Systems, das muss man halt auch sagen. Ja, er ist halt auch jemand, der durch den militärischen Grinder gezogen wurde. Dann die Nummer, die seine Einheit getroffen hat und so weiter und so fort. Ich mache ihm keine Vorwürfe. Und er war, also so wie man ihn kennengelernt hat in der Resident Evil-Historie, war er schon ein Mann von Ehre und Stolz. Auch wenn er vielleicht immer mal ein bisschen arschig unterwegs war. War er trotzdem jemand, der wusste, was Menschlichkeit bedeutet. Und ich denke auch, dass durch die Plagas er total jetzt halt durchgeknallt ist, ne? Ich meine, schaut ihn euch an. Der ist fertig mit der Welt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und... Ciao!